eigentlich, jetzt ist ja nicht nur Ken Roxon hier aufgewachsen, sondern dann später auch kam der Kontakt zu den Lawrence-Brüdern, beziehungsweise der ganzen Lawrence-Familie, die ja hier auch mehrere Jahre, glaube ich, sogar gelebt haben. Ich glaube 4 Jahre, die zum Teil hier gelebt haben. Der Hauptwohnsitz war mit in den Lommel so, weil dort das Mekka ist so. Aber ich sage mal, einer, der gerade kein Rennen hatte, der war hier abgeparkt zum Training so ungefähr. Und wenn Jet hat ja damals 2019 die ADAC Masters gewonnen. Ja, zu der Zeit war der viel hier und ein Kumpel mit denen, Kumpel von mir, da ist mit Jet halt zum Rennen gefahren, so hat er den Vater ein bisschen mit unterstützt, so, weil der 2 Kinder hat und mit einem dahin musste, mit den anderen dahin, das geht ja nicht so und deswegen haben wir da ein bisschen die Arbeit abgenommen. Die sind von Australien, haben dort alles aufgegeben, sind unter verschiedenen Voraussetzungen hergekommen. Da wurde dann auch nicht alles so geboten, wie das gemacht wurde. Ich habe mir da versucht, vieles mit auf die Reihe zu bekommen, was mitunter dann auch nicht so geklappt hatte, wie man es wollte. Und habe dem am Anfang ein Wohnmobil mit hingestellt, damit es überhaupt was wird. Und da sind die mir heute noch dankbar. Habe denen viel mit auf den Weg kundgegeben mit der Amerika-Geschichte. Habe da ein bisschen die mit dorthin gespült. Und ja, was heute da so ist, sieht man, wir haben nach wie vor Kontakt. Und die können jetzt aus den Erfahrungen halt Gott sei Dank schöpfen und der Vater lässt das auch nicht so aus der Hand und kann da vieles jonglieren, was bei meinen Jungen halt nicht so geht, weil der wollte es alleine machen, aber alleine bist du eigentlich in den Haifischbecken auch ein bisschen verloren, so sag ich mal. Wenn du nicht solche Leute wie Roger de Costa hast, der persönlich da alles im Visier hat und da was erreichen will, bist du da hoffnungslos verloren, weil viele sagen, sie wollen mit dir gewinnen, aber die sagen es halt nur. Und das Gleiche habe ich halt auch jetzt so mit erfahren. So, es wird viel erzählt, aber machen und erzählen. Du bist schnell, du kannst dich schnell als Meister und als gutes Training kannst du gut erzählen, aber es ist eben nicht schnell gemacht. So, das sind halt immer die Unterschiede.